Er ist ein gemeiner Mörder, der rohe Gewalt, Terror und Brutalität einsetzt, um seine Feinde zu vernichten. Schon mit Anfang 20 ist er der Bierbaron der New Yorker Bronx. Für ihn existiert keine Moral, außer der einer gezogenen Waffe. Er ist ein gerissener Geschäftsmann, der mit der Übernahme des 20 Millionen Dollar schweren Wettgeschäfts in Harlem zum König des Glücksspiels avanciert. Dutch war für seine Skrupellosigkeit bekannt. Erst schießen und dann den Leuten sagen, dass man sauer auf sie ist. Er ist ein intelligenter und belesener Erzähler, der ebenso gern liest, wie er das Nachtleben liebt. Er war ein Partylöwe, ohne jeden Zweifel. Dutch Schultz ist der letzte der harten und schrillen Gangster der Prohibition. Er ist Feind des Gesetzes und der Mafia, ein echter Außenseiter. J. Edgar Hoover erklärt ihn zum Volksfeind Nummer 1. Staatsanwalt Thomas Dewey ist wild entschlossen, ihn zu vernichten. Für die Mafia ist er ein gefährlicher Gegner, der eliminiert werden muss. Dutch Schultz steht auf der Abschussliste. Aber wie kommt es, dass so viele Gewehrläufer auf ihn gerichtet sind? Dutch Schultz liegt im Sterben. Bei einer blutigen Schießerei im Palace Chop House werden drei seiner Leute getötet, während Dutch wie durch ein Wunder nur mit einem einzigen Bauchschuss davonkommt. Und während er zwischen Leben und Tod hin und her pendelt und immer wieder das Bewusstsein verliert, redet er zusammenhanglose Sätze, ein verschlüsseltes, fast poetisches Gefasel voller Gangstervokabular. Er spricht vom Teufel, zurück zum Schwert. Mutter ist die Beste. Ist sein Gefasel eine Art Code? Verrät er irgendwelche Geheimnisse? Die Polizei lässt einen Stenografen holen, der jedes seiner Worte mitschreibt. Sie wollen wissen, wer hat auf sie geschossen? Dutch weiß es nicht. Er hat viele mächtige Feinde. Und selbst wenn er seinen Mörder kennen würde, der Polizei würde er ihn nicht verraten. Während er jetzt im Sterben liegt, gehen seine Gedanken in die Vergangenheit. Erscheinen Bilder im Rückblick auf ein außergewöhnliches Leben. Die wilden 20er. Die Prohibition bringt eine Subkultur illegaler Schnapsbrenner, geheimer Kneipen und monströser Verbrecherimperien hervor. In diesem Klima bekommt der junge Arthur Flegenheimer, ein kleiner Dieb und Gauner, seine erste Gelegenheit zum Aufstieg. Nachdem Dutch kurze Zeit für Lex Diamond als Bewacher gearbeitet hat, trifft er Joe Noe. Der wird sein erster und einziger Partner. Er nimmt ihn als Teilhaber in seine populäre Bar auf. Noe hat ihm seine große Chance gegeben, indem er ihn zum Partner in seiner Bar machte. Würde man nicht jeden mögen, der einem den Weg zum Unterweltstar ebnet? Die Jungs haben schnell Erfolg und eröffnen weitere illegale Bars. Dann beschließen sie, in den einträglicheren Biervertrieb einzusteigen. Als sie sich Mitte der 20er Jahre auf das Biergeschäft verlegten, bestand die Prohibition bereits 5 Jahre. Die Bronx war abgedeckt, vertraglich aufgeteilt zwischen einigen illegalen Händlern. Aber das hat sie überhaupt nicht abgeschreckt. Sie bahnen sich ihren Weg mit einem brutalen Feldzug. Ihr übliches Angebot an die Konkurrenz ging etwa so: Du hast die Wahl. Steig aus oder es ist vorbei für dich. Die meisten Konkurrenten akzeptieren das Angebot, mit Ausnahme der widerspenstigen Rock-Brüder. John und Joe Rock besitzen eine der größten Brauereien in der Bronx. Als Dutch und Joey sie übernehmen wollen, weiß Bruder John, Widerstand ist zwecklos und steigt aus. Aber Joe will es mit den beiden aufnehmen. He was tough enough, okay. Er war ein harter Junge, sicher. Sie haben ihn praktisch zum Krüppel gemacht. Sie banden ihn an einen Stuhl und klebten ihm ein Tuch über die Augen, das mit Durchfallbakterien verseucht war. Nachdem sie das Lösegeld kassiert haben, übergeben sie Rock seiner Familie, todkrank und zur totalen Blindheit verurteilt.
Das war sehr brutal. Es war unmenschlich, oder? Aber er wollte etwas beweisen, ein Exempel statuieren und seinen Leuten zeigen, ich bin der Boss. Nachdem sie ihren Ruf gefestigt und mit Erfolg die Konkurrenz aus dem Weg geschafft haben, übernehmen die beiden schnell den Biervertrieb der Stadt. Sie verlegen ihr Hauptquartier in ein stark gesichertes Büro in einer feinen Gegend, während der Vertrieb von einem unterirdischen Lagerhaus namens The Tins ausgeht. Die beiden Männer haben es geschafft, genießen ihr Leben und ihren schnellen Aufstieg vom kleinen Ganoven zum großen Tier. Immerhin sind sie in wenigen Jahren von kleinen Straßenräubern zu Multimillionären geworden. Sie fühlten sich ganz oben, so wie King Kong. Mit der Herrschaft über das Biergeschäft überrunden sie ihren ehemaligen Boss Lex Diamond. Es ist kein Geheimnis, dass Lex verärgert darüber ist. Diamond wollte sich rächen und wartete im Hinterhalt auf die beiden. Aber er konnte nur Joey Noy vor dem Chateau Madrid erwischen. Das war am Abend des 15. Oktober 1928. Für Dutch änderte sich danach vieles. Noy war sein Partner, sein Bruder gewesen. Alles gehörte jetzt Dutch allein. Zum ersten Mal fühlte er sich als König, als unumschränkter Herrscher. Nach Joeys Tod wird Dutch noch bekannter. Die Zeitungen bezeichnen ihn als Bierbaron der Bronx. Als Dutch zum Bierbaron der Bronx wurde, gefiel ihm natürlich das Rampenlicht und der Respekt, den ihm die Leute auf der Straße zollten. Er ging gerne in Nachtclubs. Mal erschien er in Oney Mattens Cotton Club in Harlem oder er ging ins Argonaut in Manhattan. Er mochte die Frauen. Er war ein Partylöwe, ohne jeden Zweifel. Er genießt seine Prominenz und wegen seiner Antipathie gegen die Prohibition ist er kein unpopulärer Mann. Aber trotz seiner großen Profite und seines großen Erfolgs bleibt Dutch geizig und anspruchslos. Er trägt keine teuren Anzüge wie andere Gangster. Nie zahlt er mehr als $35 für einen Anzug und zwei für ein Hemd. Nur Schwule tragen Seidenhemden, sagt er. Ich habe mir nie eines gekauft. Nur ein Idiot würde $15 oder $20 für ein Seidenhemd ausgeben. Seinen Leuten gegenüber ist er großzügig. Er umgibt sich mit den besten Schützen der Stadt. Er baut eine Killertruppe auf. Ich kann nur sagen, er hat sich seine Leute sehr genau ausgesucht, weise Entscheidungen getroffen, denn sie mussten hart sein. Dutchs Männer sind die härtesten in der Stadt. Killer wie Bo Weinberg, Abe Landau und Lulu Rosencrantz. Mit seinen Männern hätte man eine südamerikanische Regierung stürzen können. Jeder Einzelne war ein eiskalter Killer, besonders Vincent Cole. Vincent Mad Dog Cole ist Dutchs gefährlichster Killer. Weil Joey Noy tot ist, verlangt Cole, als Partner am Gewinn beteiligt zu werden. Aber Dutch hatte nur einen Partner und der ist unter der Erde. Mit seiner Antwort an Cole beginnt einer der blutigsten Konflikte in der Unterwelt. Das Leben meint es gut mit dem jungen Dutch Schulz. Er ist Ende 20, unglaublich reich, genießt sein Leben und seine Prominenz. Die Prohibition hat Schwarzbrenner zu akzeptierten Mitgliedern der Gesellschaft werden lassen. Und Dutch hat trotz aller Brutalität seinen Ehrenkodex. Er sagt, ich tue viel Schlimmes, aber mit Frauen und Drogen will ich kein Geld verdienen. Nach seiner Philosophie war alles im Leben mit Betrug, Gewalt und Macht erreichbar. Ehrlichkeit, Integrität und all die Dinge, die wir schätzen, seien nichts als Lügen. Es gebe Wölfe und Schafe und es sei erstrebenswert, ein Wolf zu sein. Für Dutch scheint alles bestens zu laufen und es würde ihm vermutlich weiter gut gehen, wäre da nicht ein Rivale, Vincent Cole. Vincent Cole hat Dutch mehr Ärger gemacht als die gesamte New Yorker Polizei. Vincent Mad Dog Cole könnte ein Filmstar sein. Wäre er nicht so schießwütig. Der smarte 21-Jährige hat sich als Killer bei Lex Diamond mit Dutch zusammen hochgedient. Nun arbeitet er für Dutch. Sein Bruder Peter und er sind die gefürchtetsten Killer in der Stadt. Nun will er am Geschäft seines Kumpans Dutch beteiligt werden.
Deer lehnte das rundweg ab und Coll ging auf den Kriegspfad. Dutch Biertransporte wurden abgefangen und seine Leute ermordet. Der Schulz-Coll-Krieg war einer der gewalttätigsten in der Geschichte von New York. Er dauerte etwa 8 oder 9 Monate. Sehr viele Leute kamen dabei um. Die niedrigsten Schätzungen sprechen von 10 bis 50 Toten. Coll war bereit, es mit Schulz aufzunehmen. Das heißt, er wollte ihn umbringen. Dieser Coll war zweifellos verrückt. Man konnte ihm alles zutrauen. Es gab nur einen Mann, den Schulz in seinem Leben fürchtete. Das war Vincent Coll. Er hatte Angst vor Coll. Alle hatten Angst vor Coll. Dutch Schulz machte sich sehr rar in der Stadt. Statt sein normales, auffälliges Leben zu führen, ließ er sich kaum noch blicken. Es ist nicht übertrieben, er versteckte sich in Kellern, denn sein Gegner war ein verrückter Killer, der vor nichts Halt machte, um ihn zu töten. Der Schulz-Coll-Krieg wurde so schlimm, dass Dutch seine Bierwagen von der Polizei eskortieren ließ. Dass ausgerechnet die Polizei seine illegalen Biertransporte bewacht, zeigt, wie korrupt die New Yorker Verwaltung in dieser gesetzlosen Zeit ist. Aber Dutch ist vom hartnäckigen Coll so genervt, dass er noch einen Schritt weiter geht. Dutch tauchte tatsächlich eines Tages im 42. Polizeirevier auf und fragte, ob die Beamten Coll nicht umlegen können. Er hatte tatsächlich den Nerv, dem Captain zu sagen, wenn einer ihrer Männer mir eine Kerbe für Vincent Coll in seinem Revolver zeigt, kaufe ich ihm eine Villa in Westchester County. In dieser Zeit haben sich Gangster manchmal als Polizisten verkleidet, wie bei dem bekannten Massaker am Valentinstag in Chicago. Dutch dagegen wollte für einen Mord echte Polizisten haben. Dutchs Angst ist begründet. Ein Mordanschlag heizt jetzt den Krieg weiter an. Hier bekommt Coll seinen Titel Mad Dog, verrückter Hund. Es ist ein heißer Julitag in New York. Eine Gruppe junger Killer ist auf dem Weg nach Spanish Harlem. Ihr Ziel ist Joey Rayo, Dutchs wichtigster Mann. Joey ist auf der Straße. Familien mit Kindern sind auf der Flucht vor der Hitze. Der Anschlag schlägt fehl. Joey Rayo hat keinen Kratzer abbekommen. Zwei kleine Kinder werden schwer verletzt und der 5-jährige Michael Vangeli ist tot. Das sogenannte Babymassaker löste in der Öffentlichkeit einen Aufschrei der Empörung über die Bandenkriege aus. Dass ein 5-jähriges Kind im Bierkrieg getötet wurde, galt als die schlimmste Barbarei, die New York jemals erlebt hatte. Das muss man sich mal vorstellen. Ein 5-jähriges Kind ermordet. Bugsy Siegel hat mal gesagt, wir töten nur einander. Aber ein unschuldiges Kind? Die Öffentlichkeit war diese wahllosen Schießereien schrecklich leid. Sie erkannte, dass sich da nicht nur Gangster gegenseitig umbrachten, sondern dass Gesellschaft und Justiz einen hohen Preis zahlen mussten. Hier war etwas Unsägliches geschehen. Die Gangster gerieten noch mehr unter Druck. Der Kindermord war für die New Yorker Mafia ein Grund, Dutch auszuschließen. Dutch wird von der Mafia geächtet, die sich von solchen Straßenkämpfen distanzieren will. Er ist ein Außenseiter. Noch weiß er es nicht, aber die Außenseiterrolle und seine raue und gewalttätige Mentalität läuten seinen Niedergang ein. Aber zunächst geht das Schlachten weiter. Die Leichen der Bandenmitglieder türmen sich in den Straßen. Weil es Dutch nicht gelingt, Mad Dog selbst zu erwischen, lässt er dessen Bruder Peter umbringen. Vincent nahm der Tod seines Bruders sehr mit. Er sagte einigen seiner Leute, wenn ich mir diesen Dutch greife und ich wünschte, ich hätte ihn bereits, dann werde ich ihm die Augen aus dem Kopf reißen und sie verspeisen. Das war typisch für die Leute, über die wir hier sprechen. Inzwischen gerät der Krieg zwischen Schulz und Coll außer Kontrolle. Jetzt ist es eine persönliche Sache. Dutch setzt $50.000 Kopfgeld auf Mad Dog aus.
In der Nacht des 1. Februar 1932 greifen Dutchs Männer ein Versteck in der Commonwealth Avenue an, in dem sie Call vermuten. Vier seiner Leute sterben. Call ist nicht dabei. Das Massaker in der Commonwealth Avenue hätte Call klar machen müssen, dass er in Gefahr war. Aber er ignorierte diese Warnung. Nach diesem Vorfall weiß Call, dass auch seine Tage gezählt sind. Die meisten seiner Leute sind tot. Er braucht dringend Geld und Dutch Schultz jagt ihn. Am Morgen des 8. Februar verlässt er für kurze Zeit sein Versteck. Er will telefonieren. Der brutale Krieg, der auf beiden Seiten rund 40 Opfer forderte, endete in einer Telefonzelle. Kaum hat Vince seine Münzen eingeworfen, streckt ihn einer von Schultz' Killern, wahrscheinlich Bo Weinberg, mit 15 Kugeln nieder. Das Glas der Telefonzelle zerbricht. Seltsamerweise bleibt der Holzrahmen unbeschädigt. Nach Calls Tod wird Schultz sicherlich aufgeatmet haben. Er hat eines seiner größten Probleme gelöst. Aber noch größere werden kommen. Die Prohibition mit all ihrem glänzenden Reichtum nähert sich dem Ende. Und alle Regeln ändern sich. Die Spitzen der organisierten Kriminalität versammeln sich, um ein nationales Verbrechersyndikat zu gründen. Bugsy Siegel, Meyer Lansky, Frank Costello, Leb E. Bookalter und Lucky Luciano. Doch Dutch Schultz wird nicht in das neue Syndikat geladen. Er bleibt ein Außenseiter. Ihn dabei zu haben, wäre für alle ein Risiko. Dutch Schultz brachte es fertig, ständig in der Zeitung zu stehen. Und das ist ungesund für das organisierte Verbrechen. Das mögen sie nicht. Dutch hat lockere Verbindungen zum neuen Syndikat, bleibt aber draußen. Momentan ist er noch der Bierbaron, aber mit der anstehenden Abschaffung der Prohibition wird sein Imperium verletzbar. Wenn er überleben will, braucht er eine neue Idee. In dieser Krise gelingt Dutch der raffinierteste Schachzug seiner Karriere. Was geht Dutch Schultz durch den Kopf, als er auf seinem Totenbett vor sich hin murmelt? Bilder seines Verbrecherlebens. Hat er Angst? Fühlt er sich schuldig für all seine Morde? Er wurde als Jude geboren, hat seinen Glauben aber nie ausgeübt. Und nun bekommt er eine biblische Botschaft. Ein Telegramm wird im Krankenhaus abgegeben. Darin steht lapidar: Wie du säst, wirst du ernten. Unterschrieben hat Madam Queen of the Policy. Madam Queen, mit richtigem Namen Miss Stephanie St. Clair, ist eine knallharte Bankerin im Wettgeschäft und Dutch hatte ihren Laden angesagt, als sie in Harlem alle Wettbüros übernahm. Aber Madam Queen lässt sich nicht einschüchtern. Sie geht sogar zur Polizei und zeigt Dutch an, dass er ihr Geschäft gestohlen hat. Mr. Schultz versucht mir Ärger zu machen, aber ich habe ein Treffen mit ihm in der nächsten Woche und dann werde ich ihm meine Position klar machen. Toll, dass sie in der Lage war, praktisch das gesamte Wettgeschäft in Harlem zu beherrschen, als einzige Frau überhaupt. Dutch Schultz konnte alle anderen Banker ausschalten, alles Männer. Sie hat ihn nie angerührt. Madam Queens Ärger ist verständlich, aber für Schultz ist der Umzug nach Harlem auch eine Frage des Überlebens. 1931 konnte jeder merken, dass die Prohibition zu Ende ging. Er begriff, dass nun die Zeit für das Wettgeschäft gekommen war. Das Wettgeschäft, auch Policy, Lotto genannt, ist enorm populär in Harlem. Einfach, weil man schon mit einem oder mehreren Cent einsteigen kann. Bei Quoten von 600 zu 1 sind mit einem Penny $6 zu gewinnen. Davon konnte man während der Weltwirtschaftskrise einen Monat lang leben. Die Mafia schaut verächtlich auf das 5- oder 10-Cent-Wettgeschäft. Doch Dutch erkennt dessen Potenzial und startet einen Feldzug durch Harlem, wobei er die gleichen Methoden anwendet wie bei der Übernahme des Bierhandels. Er schafft es, die einzelnen Wettbüros an sich zu reißen und zu einer Organisation zu kombinieren. Unter seiner geschickten Leitung wird aus dem Groschengeschäft rasch ein 20-Millionen-Dollar-Betrieb. Es gibt nur ein kleines Problem. Wetten sind illegal und Polizeirazzien ein Risiko. Dutch bedient sich der Hilfe von Dixie Davis, einem bekannten Anwalt. Er wird sein Berater
und verschafft ihm wichtige Kontakte zu Politikern. Besonders zu Jimmy Hines, dem Vorsitzenden der New Yorker Demokraten. Sie treffen sich in einem Auto auf der Sixth Avenue in Chelsea. Das Ergebnis? Hines tritt für $500 pro Woche plus Spesen in die Dienste von Dutch. Harlem war Jimmy Hines' Domäne. Da war er der politische Chef. Mit seiner Hilfe und seinen Kontakten zu Polizei und Staatsanwälten liefen Dutchs Geschäfte glatter. Die meisten Richter der Stadt waren korrupt. Ein Mann wie Hines, ein Funktionär der Demokraten, war enorm wertvoll für Dutch Schultz. Es gibt kaum einen Unterschied zwischen Dutchs Geschäften und der Art, wie Hines als Politiker Einfluss ausübt. Auch Hines ist brutal und duldet keinen Widerspruch. Er erledigt die meisten Sachen an Straßenecken vor irgendeiner Bar. Ein Wort von ihm genügt, im Gerichtsflur oder bei der Polizei, und alles ist möglich. Dutchs Imperium floriert und er ist auch auf anderen Feldern tätig. Eines der profitabelsten ist die sogenannte Restaurantgewerkschaft, in der die Wirte gezwungen werden, Schutzgelder zu zahlen. Wenn ein Besitzer es vorzieht, nicht der Gewerkschaft beizutreten, merkt er schnell, wovor er Schutz braucht. Sie warfen ihm eine Stinkbombe ins vollbesetzte Restaurant, wodurch das Essen ungenießbar wurde. Um ihre Geschäfte nicht weiter zu schädigen, treten die Restaurantbesitzer in Dutchs Verband ein und zahlen ihre Beiträge. Der Mann, der diese Beiträge für die Gewerkschaft einsammelt und verwaltet, heißt Julie Martin. Als er versucht, Dutch zu bestehlen, macht er einen fatalen Fehler. Irgendetwas sehr Schlimmes würde passieren, wenn man ihn hinterging. Das war so. Etwas Schreckliches würde dir zustoßen. Dutch stellt Julie zur Rede und beschuldigt ihn, Geld gestohlen zu haben. Julie entschuldigt sich und will die ganze Sache erklären. Dutch scheint ruhig und zugänglich, aber plötzlich zieht er eine Pistole. Er hat einfach die Waffe gezogen und den Typen erschossen. Keine Fragen, kein Gespräch, überhaupt nichts. Als würde er eine Tasse Kaffee trinken. Dutch wird zum Mord an Julie Martin verhört, aber nie angeklagt. Er steht über dem Gesetz. Vorerst. Die Situation ändert sich aber in dem Moment, dass die Öffentlichkeit leid ist, dass die Stadt in der Korruption versinkt. Bürgermeister LaGuardia wird gewählt, weil er verspricht, aufzuräumen. LaGuardia brachte neue, andere Töne. Er war hart und unabhängig und hat die Stadt sicherlich stark verändert. Aber nicht nur LaGuardia wird ins Amt gewählt. Jimmy Hines bekam $30,000 von Dutch, um die Wahl eines Staatsanwaltes in Manhattan zu unterstützen. 1933 waren $30,000 eine Riesensumme. Dutchs Kandidat William Copeland Dodge ist ein Statist, als Bezirksstaatsanwalt total unfähig. Aber genau das soll er sein. Ständig versagt er bei der Bekämpfung der Kriminalität, bis sich etwas Ungewöhnliches ereignet. Die Grand Jury, normalerweise ein passives Organ, rebelliert gegen Dodge. Ein beispielloser Vorgang, der ganz New York City schockiert. Jeder sah, dass er seine Arbeit schlecht machte. Die Obergangster verfolgte er nicht. So nahm die Grand Jury erstmals die Sache in die eigene Hand. Es war eine eigenwillige Grand Jury, denn sie ignorierte den Bezirksankläger, begann mit eigenen Ermittlungen und verfasste eigene Berichte über die organisierte Kriminalität. Die rebellierende Grand Jury steht für die öffentliche Empörung über politische Korruption. Und der Gouverneur sieht sich gezwungen, einen Sonderankläger zu ernennen. Der Druck auf den Gouverneur war so stark, dass er jemanden ernennen musste, den die Menschen wollten. Nämlich Thomas Dewey. Thomas Dewey hat schon mit 31 Jahren den Ruf, ein effektiver und mutiger Ankläger zu sein. Geschickt und absolut unbestechlich ist er ein Mann, den die Unterwelt fürchtet. Und die Öffentlichkeit will ihn. Alle sagten, er sei genau der richtige Mann für den Job. Er hatte die juristischen Fähigkeiten, die Energie, war jung und hatte keine Angst, gegen das Verbrechen in New York vorzugehen. Dewey war ein ernstzunehmender Staatsanwalt. Nachdem er im Amt war, ging es Dutch an den Kragen. Jeder wusste, dass Dewey keine Ruhe geben würde, bis er seine Arbeit getan hatte. Dewey will Dutch nicht nur anklagen, sondern ein Zeichen setzen. Er plant, eine neue Taktik anzuwenden, die zuvor schon bei der Verurteilung von Al Capone sehr wirksam war.
Dewey ging auf eine Weise gegen bekannte Gangster vor, die ihm den Erfolg garantierte. Weil selten Beweise für Verbrechen gefunden wurden, klagte er sie wegen Steuerhinterziehung an. Am 25. Januar 1933 klagt Dewey Dutch wegen Steuerhinterziehung an. Dutch habe in den letzten drei Jahren $481.637.35 verdient, führt er aus. Jetzt hilft Dutch alle Macht und alles Geld nichts. Ihm droht eine lange Gefängnisstrafe. Er entschließt sich zu einem überraschenden Schritt. Dutchs Probleme sind groß. Staatsanwalt Thomas Dewey ist unangreifbar. Diesmal kann er sich weder freikaufen noch freischießen. Wie zieht er den Kopf aus der Schlinge? Er verschwindet einfach, geht die nächsten 22 Monate in den Untergrund. Er wird zu einem der meistgesuchten Männer im Land. In New York hängen tausende Fahndungsfotos, 18.000 Polizisten jagen ihn. Und wo versteckt sich Dutch vor dieser Armee? Natürlich, in New York. Mit Geld konnte man viel erreichen. Wenn du dich verstecken musst, aber die Leute gut dafür bezahlst, dann werden sie ihren Mund halten. Sie werden doch ihren Wohltäter nicht verpfeifen. Er besucht Nachtclubs, lebt mitten in New York City. Obwohl sein Foto an jedem Postamt hängt, entgeht er 22 Monate lang seiner Verhaftung. Dutch hat mehrere Verstecke in der Stadt und auf dem Land. Aber sein Lieblingsort in dieser Zeit ist Polly Adlers bekanntes Bordell. Es ist schon komisch, obwohl Dutch nie mit der Fleischeslust Geld verdienen wollte, hat er kein Problem, sich zu bedienen. Er tut es ausgiebig, Tag und Nacht, in den Betten von Pollys Haus. Mit seiner ehrlichen Treue nimmt er es nicht so genau. Er ist mit der hübschen Ex-Garderobiere Frances verheiratet. Sie hat ihm eine Tochter geboren und ist nun schwanger mit seinem Sohn. Frances lässt sich alles gefallen und fügt sich. Auf der anderen Seite kann Dutch auch sehr nett und liebevoll sein. Auf der Flucht frönt Dutch einer neuen großen Leidenschaft, dem Lesen. Wenn er sich nicht in den Bordellbetten amüsiert, liest er Frances in ihrem eigenen Bett etwas vor. Er war ein gebildeter und belesener Mann. Er hat Shakespeare, Dickens und Plato gelesen. Dutch hat einen unersättlichen Appetit auf Wissen. Er versucht, seine geringe Schulbildung durch Lesen zu verbessern. Er liest alles. Novellen, wissenschaftliche, medizinische, Geschichtsbücher. Fasziniert ist er von Napoleon, in den er sich gut hineinversetzen kann. Sogar englische Grammatik studiert er. Einmal sagt er Reportern, wenn ihr das aufschreibt, achtet auf die Infinitive. Während der ersten Jahre der Wirtschaftskrise fällt es Dutch nicht schwer, im Untergrund zu bleiben. Aber 1935 hat sich die Situation geändert. Roosevelt ist im Weißen Haus und die Regierung macht Druck. Glücksspiele, Korruption sowie die organisierte Kriminalität können aus dem amerikanischen Leben eliminiert werden. J. Edgar Hoover und seine Agenten werden zu Helden, als sie John Dillinger in Chicago erschießen. Und das Finanzministerium hat geholfen, Al Capone abzuurteilen. Jetzt konzentriert sich Finanzminister Henry Morgenthau auf Dutch Schultz. Mein Vater war der Meinung, er würde die Gesetze verhöhnen. Er rief Hoover und LaGuardia an und sagte, wir müssen alle zusammenarbeiten, Steuerfahndungen, FBI und die Polizei von New York City, um diesen Gauner zu finden. Man handelt schnell. Hoover erklärt Schultz zum Volksfeind Nummer 1 und die Jagd wird verschärft. Dutch bekommt es zu spüren. Er weiß, es ist nur noch eine Frage der Zeit. Ihm war klar, dass die Verfolger jetzt koordiniert vorgingen und dass man ihn finden würde. Einen Mann mit so einem Lebenswandel, wenn man so einen finden will, dann schafft man es auch. Dutch beschließt, sich doch zu stellen und meldet sich an einer Polizeidienststelle in Albany. Erstmals seit seinen Jugendjahren verbringt er eine Woche im Gefängnis und bereitet sich auf seinen Prozess in Syracuse vor. Gerade ist er zum Prozess eingetroffen. Arthur Fleckenheim, bekannt als der berüchtigte Dutch Schultz, Gangsterboss und Bierbaron. Der Prozess in Syracuse nimmt einen spannenden Verlauf. Die Anklage ist präzise vorbereitet, weist Dutchs hohe Einnahmen und Ausgaben genau nach. Ein paar mutige oder dumme Zeugen sagen aus. Die Jury berät nur anderthalb Tage und kommt ohne Entscheidung wieder zurück. Dutch ist begeistert über diese Entwicklung, doch er freut sich zu früh.
Der Fall soll in der Kleinstadt Malone im Norden des Staates erneut verhandelt werden. Es war, als käme der berühmte Baseballspieler Babe Ruth zu Besuch. Der bekam eine Parade, Schultz aber nicht. Er war dennoch eine populäre Figur in der Stadt. Dutch fährt schon ein paar Tage vor dem Prozess nach Malone. Er will die Leute kennenlernen und versuchen, ihre Zuneigung zu erkaufen. Soweit ich mich erinnere, kam er 4 oder 5 Tage vor Prozessbeginn hierher. Er besuchte verschiedene Restaurants und Bars und mischte sich unter das Volk. Egal, wo er hinging, er gab Geld aus. Ich ging mir Zigarren kaufen und er hatte seine gerade ausgesucht. Er nahm sie vom Ladentisch, warf einen großen Schein hin und ging. Ich weiß nur noch, dass der Mann im Zigarrenladen den Schein nahm und sagte, Mann, wenn ich doch nur mehr solcher Kunden hätte. Kurze Zeit später entscheidet der Richter, Dutch während des Prozesses in Haft zu nehmen. Er war im Gefängnis und ein netter Wächter brachte ihn zum Baseballspiel. Er war da als Gast. Dutch verlässt sich nicht nur auf seinen Charme und sein gutes Aussehen. Er ergänzt sein Verteidigerteam um 2 einheimische Anwälte. Mein Vater wurde beauftragt, an der Verteidigung von Schultz mitzuwirken. Er wusste, dass Schultz unerwünscht war. Überdies tat es ihm leid, dass ein intelligenter Kerl wie er diesen Weg eingeschlagen hatte. Der Prozess ist eine trockene Aufzählung von Zahlen und Fakten. Und das bei schrecklicher Julihitze. Am 2. August 1935 kehrt die Jury nach 28-stündigen Beratungen zurück. Der Gerichtssaal ist brechend voll mit Presseleuten und Besuchern. Die Spannung steigt. Dutch wartet auf das Urteil. Nicht schuldig. Als nächstes hörten wir draußen den Beifall und Jubel im Gerichtssaal. Aber das dauerte nicht lange. Der Richter sorgte ungehalten für Ruhe, was wir draußen auch deutlich hören konnten. Und dann sprach der Jury seine Rüge aus. Bevor ich Sie entlasse, sagte er, muss ich feststellen, dass Ihr Urteil das Vertrauen anständiger Menschen in die Gerechtigkeit erschüttert. Wer an dem Prozess teilgenommen hat, dem ist klar, dass Sie Ihr Urteil nicht aufgrund der Beweislage, sondern aus irgendeinem anderen Grund gefällt haben. Dutchs Freispruch ist für viele in der Stadt, die ihn schon abgeschrieben hatten, eine Überraschung. Am meisten staunt Dutchs Freund und Stellvertreter Bo Weinberg. Lucky Luciano hatte schon lange ein Auge auf Dutchs Wettimperium geworfen. Er verhandelte daher mit Bo Weinberg, um es zu übernehmen. Schultz machte ihm ein Geschenk, ein paar ganz spezielle Zementstiefel. Es ist eine laue Sommernacht. Ein Boot dümpelt auf dem trüben East River. An Bord sieht Dutch Schultz zu, wie sein alter Freund sich windet und um Gnade fleht, während der Zement um seine Fußgelenke hart wird. Fällt es Dutch schwer, seinen alten Freund zu beseitigen? Oder genießt er seinen Leid? Als sie Bo Weinberg über die Reling heben, tippt Dutch sich einen Hut. Bis dann, Bo. Viel Spaß beim Schwimmen. Ende 1935 gerät Dutchs Leben aus den Fugen. Er hat zwar in Malone gesiegt, aber Bürgermeister LaGuardia verbannt ihn aus New York City. Er richtet sich nun auf der anderen Seite des Flusses, in New York, neu ein und versucht ein Comeback. Im Exil zu leben, ist nicht gut für das Geschäft. Aber noch mehr bedrückt ihn, dass er von Francis und seinem gerade geborenen Sohn getrennt ist. Es muss ihn an die Zeit erinnern, als er 14 war. Sein Vater verließ damals die Familie. Während Dutch von New Jersey aus versucht, sein Imperium aufzubauen wie einst Napoleon auf Elba, denkt er manchmal daran, ein anderes Leben zu führen, sesshaft zu werden als normaler Bürger. Er möchte Arthur Flegenheimer sein und vergessen, dass es Dutch Schultz je gab. Ein Traum mit zu vielen Problemen. In dieser Zeit bekam Dutch von allen Seiten Druck. Die anderen Gangster hatten gesehen, dass er angreifbar war. Es war nur noch eine Frage der Zeit, dass sie ihn erwischten. Sie sind wie Piranhas. Wenn einer von ihnen schwach wird, dann fressen sie ihn.
Jetzt kämpft Dutch um sein Überleben. Schon wieder muss er vor Gericht. Thomas Dewey will ihn nicht laufen lassen. Er klagt ihn erneut wegen Steuerhinterziehung an. Er sah es als Rachefeldzug Thomas Deweys an und wollte Revanche. Er wollte seinen eigenen Krieg gegen Dewey führen. Dutch ist wütend und fühlt sich von Dewey bedroht. Weil er niemand anderen hat, wendet er sich an seine Feinde. Er taucht unerwartet bei einem Treffen des Nationalen Syndikats auf. Als er beim Treffen des Syndikats erschien, muss es Spannungen gegeben haben. Schließlich war er ein Außenseiter, mit dem sie nichts zu tun haben wollten. Dutch präsentiert dem Komitee einen Plan. Dewey sei unbequem und eine Bedrohung für alle. Und deswegen schlägt er vor, Dewey umzubringen. Ein unglaublicher Vorschlag, ganz in der Art der blutigen Diplomatie, die man von Dutch kennt. Der Plan wird beraten und zur Abstimmung gebracht. Ich glaube, die entscheidenden Stimmen waren die von Lepke und Luciano. Dewey umzubringen, würde dem Geschäft schaden. Ihnen war klar, wenn sie den Sonderstaatsanwalt töteten, wäre die ganze Welt hinter ihnen her. Das Ergebnis der Abstimmung über den Mord an Dewey ist ein klares Nein. Dutch schäumt vor Wut. Er schwört Dewey, binnen 48 Stunden selbst umzubringen. Er ahnt nicht, dass er mit dieser Ankündigung sein eigenes Todesurteil gefällt hat. Louis Lepke Buckhalter sagte, wir müssen Dutch ausschalten, bevor er Dewey umbringen kann. Und das Ganze war auch in ihrem eigenen Geschäftsinteresse. Sie würden den wilden Mann los, der ihnen nur Ärger brachte, und dazu bekämen sie die Kontrolle über sein Imperium. Sie sagten sich, warum Dewey umbringen und finanzielle Verluste hinnehmen, wenn wir Dutch ausschalten und sein Geschäft bekommen können. Auf diese Weise können wir nur gewinnen. Der Auftrag wird zwei der besten Schützen des berüchtigten Mordsyndikats erteilt. Mandy Weiss und Charlie the Buck Workman, eiskalte Revolverhelden. Es ist der Auftrag ihres Lebens, eine Herausforderung der besonderen Art. Dutch wickelt in New York die meisten seiner Geschäfte im Palace Chop House ab. Er bevorzugt das Restaurant, weil es lang und schmal ist. Und weil sein Tisch hinten steht, ist es besonders schwierig, an ihn heranzukommen. Oktober 1935. Es ist spät am Abend. Dutch hat mit seiner Frau Frances gegessen und schon mit seinen Anwälten gesprochen. Nun will er den Umsätzen seines nachlassenden Wettgeschäftes auf den Grund gehen. An seiner Seite seine Getreuen. Otto Abadabba Berman, Abe Landau und Lulu Rosenkranz. Die Mörder kommen. Die Killer betreten das Chophaus mit gezogener Waffe. Einer von ihnen bemerkt jemanden auf der Toilette und schießt. Dann stürmen sie los, quer durch das Restaurant in Richtung von Dutchs Tisch. Schüsse peitschen. Dutchs Männer gehen zu Boden. Als alles vorüber ist, müssen die Mörder feststellen, dass Dutch nicht dabei ist. Der Mann in der Toilette war Dutch. Rosenkranz bittet, von 5 Kugeln getroffen, den Barmann um Kleingeld zum Telefonieren. Dutch schleppt sich aus der Toilette heraus, hält sich eine Schusswunde am Bauch und fällt mit dem Gesicht auf den Tisch. Er ist tödlich verwundet, lebt aber noch. Dutch und seine Männer werden ins Krankenhaus gebracht. Innerhalb weniger Stunden sterben Abadabba, Abe und Lulu. Dutch hält noch 20 Stunden durch, in denen er immer wieder das Bewusstsein verliert und sein bekanntes Totengedicht aufsagt. Der Text? Ein Lexikon der Gangstersprache und reich an Inhalten. Er wird später von Gelehrten als ein Stück Volksliteratur studiert. Polizisten und Historiker, alle haben versucht, den Code dieser geheimen Botschaft zu entschlüsseln. Welche Geheimnisse steckten darin? Hat er noch irgendetwas über sich selbst gesagt?
Ich glaube nicht, dass viel dahinter steckte. Er hat am Ende nur wirr gefaselt. Es gibt keinen Zweifel, dass Dutchs Text poetisch ist. Einige Zeilen haben sogar Versmaß. Es ist eine Textpassage wie bei Joyce, vom Bewusstsein gesteuert. Irgendeine geheime Sprache, die viel preisgeben könnte. Es gab Leute, die herauslesen wollten, wo er sein Geld versteckt hat. Niemand weiß, was Dutch durch den Kopf geht, als er stirbt. Seine letzten Worte bleiben ein Rätsel. Am 24. Oktober 1935, um 18.35 Uhr, ist Dutch Schultz tot. Wie geplant teilen Lucky Luciano und die anderen Mafia-Bosse Dutchs Imperium unter sich auf und werden damit Gegenstand von Deweys Ermittlungen, so wie Dutch es vorhersagte. Thomas Dewey wird zum Gouverneur von New York gewählt und wäre beinahe Präsident der Vereinigten Staaten geworden. Dutch Schultz, das Relikt der wilden 20er Jahre, steigt zu einer Legende auf. Dutchs Zeit war einfach vorbei. Die Fähigkeiten, die ihn in den 20ern zum großen Gangsterboss machten, brauchte man nicht mehr, um in den 30ern oben zu bleiben. Er war zu wild. Die Geschichte hat ihm Unrecht getan, denn er wurde einzig als krankhafter Mörder dargestellt. Eigentlich ist das absolut unbedeutend im Hinblick auf Dutch Schultz als Gangsterboss. Niemand kann ewig ganz oben bleiben. Es war einfach Zeit für ihn zu gehen.